Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo, mein Name ist Felix Leber und in diesem kurzen Videocast zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Android-Smartphone oder Tablet an Office 365 anbinden können, und zwar an Exchange Online. Dazu gehe ich zuerst hier in die Einstellungen. Ich könnte auch den Weg über E-Mail gehen. Ich gehe jetzt über Einstellungen, scrolle hier herunter. Ich befinde mich hier auf einem 4.0.3 Android, so wie es bei dem Galaxy Nexus momentan noch der Fall ist. Und klicke hier auf den Punkt Konten und Synchronisierung. Falls Sie noch eine ältere Android-Version in Gebrauch haben, dürften Sie einen ähnlichen Punkt finden. Nun finde ich hier alle meine Konten, die ich bereits angebunden habe. Ich möchte ein weiteres hinzufügen. Da es bei Office 365 Exchange Online im Hintergrund ist, möchten wir hier auch ein Microsoft Exchange-Konto anbinden. Hier gebe ich einfach meine E-Mail-Adresse ein, welche bei Office 365 hinterlegt ist. Das wäre in meinem Fall f.leber@himmlische-it.de. Diese kopiere ich mir mal, da wir die im nächsten Schritt noch einmal benötigen. Natürlich muss ich hier mein gültiges Passwort eingeben, was ich gerade einmal tue. Und klicke hier auf Weiter. Standardmäßig möchte ich in meinem Fall nicht von diesem Konto aussenden, da mein Rachpal-Konto das Standardkonto ist. Die Kontoinformationen können leider nicht automatisch abgerufen werden, deshalb kann ich hier auf Abbrechen klicken und entferne hier schon mal den Benutzernamen und füge wieder die E-Mail-Adresse ein, die ich mir gerade eben kopiert habe. Das Passwort hat er übernommen und hier ist es anders, als zum Beispiel beim iPhone der Fall ist. Version 2.3 bis 4.0.3 von Android haben manchmal Probleme, diese Adresse aufzulösen. Warum das so ist, dazu werde ich einen Link in der Artikelbeschreibung unten drin lassen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt hier den richtigen Server heraussuchen. Das machen wir allerdings am PC und gehen dazu in unser Outlook Web App oder in unser lokales Outlook. Dazu sehen wir uns sofort auf dem PC wieder. So, ich befinde mich nun auf der office365.de Seite und melde mich einfach ganz normal mit meinen Credentials hier an. Das wäre wieder f.leber@himmlische-it und mein zugehöriges Passwort. Gehe hier auf Anmelden und nehme hier oben den Punkt Outlook, wo wir auch schon die Adresse finden werden. Wir haben nun hier in der URL-Leiste, wenn wir nach ganz links scrollen, eine URL. Wir benötigen hiervon nach dem https://. Das DB3PRD0204, das könnte bei Ihnen prinzipiell anders heißen, bis zum Outlook.com. Diesen Eintrag müssen wir in unserem Android-Gerät bei Server eintragen. Wie wir das noch nachschauen können, wenn wir ein lokales Outlook installiert haben, können wir hier unten in der Taskleiste, wenn wir STRG gedrückt halten und einen Rechtsklick auf das Outlook-Symbol machen, haben wir hier den Punkt Verbindungsstatus und finden hier genau den gleichen Eintrag db3prd0204.mailbox.outlook.com mit dem Unterschied Mailbox. Dies müssten wir einfach herausnehmen. Also der letztendliche Eintrag bliebe bei db3prd0204.outlook.com. Diesen tragen wir nun in unserem Android-Gerät ein.
So, zurück auf dem Smartphone habe ich, wie Sie sehen, schon die Serveradresse eingetragen. Meine individuelle, bei Ihnen wird es sicherlich ein wenig anders aussehen. Die sichere Verbindung muss verwendet werden, deshalb lassen wir den Haken sofort drin. Die SSL-Zertifikate müssen nicht alle akzeptiert werden, da es sich sowieso um ein gültiges handelt. Und wir klicken hier auf Weiter. Jetzt werden die Einstellungen vom Server überprüft und gegebenenfalls müssen die Sicherheitsrichtlinien akzeptiert werden. Das heißt, wenn der Administrator eine Sicherheitsrichtlinie einstellt, dass beispielsweise das Handy mit einem PIN gesichert sein muss, müssen wir dies akzeptieren und eventuell dann einen PIN festlegen. Hier kommt schon die Meldung, wir bestätigen das mit OK, weil sonst funktioniert es nicht. Hier können wir einige Einstellungen festlegen, wie häufig die E-Mails abgerufen werden, ob sofort, alle 5 Minuten, alle 10 Minuten. Ich lasse es beim Standard. Können die Tage festlegen, wie viele Tage oder Wochen nach hinten die Mails hier auf dieses Handy synchronisiert werden sollen, ob eine Benachrichtigung kommen soll und so weiter und so fort. Das lasse ich alles auf Standard und bestätige mit Weiter. Und jetzt gleich sollte das Konto eingerichtet sein. Wir können dem Konto noch einen Namen geben. Ich belasse ihn ebenfalls beim Standard und klicke auf Weiter. So, wenn ich jetzt mal auf den Startbildschirm wechsle, sollten jetzt gleich auch schon einige E-Mails reinkommen. Wir warten hier einmal ab. Und da sind auch gerade schon ein paar Nachrichten reingekommen. Wenn wir jetzt die Leiste hier oben herunterziehen, sehen wir schon für f.leber@himmlischeit.de kommen gerade die Mails herein. 17 neue Nachrichten, das werden jetzt immer mehr. Es kann sein, bei einigen Geräten, dass die Sicherheitsrichtlinie nochmal bestätigt werden muss. Dabei ziehen Sie ebenfalls die Leiste von hier oben herunter und finden dann unter diesen Punkten nochmal den Punkt Sicherheitsrichtlinien, müssen dort wieder drauf tippen und dann nochmal sagen Sicherheitsrichtlinien bestätigen, dass die Synchronisation ausgeführt werden kann. Das wäre es im Groben und Ganzen. Nun aktualisieren sich unsere Kalendereinträge, unsere E-Mails und ebenfalls Kontakte, je nachdem wie Sie es eingestellt haben. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen und denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sie sahen einen Videocast der Rachval IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.